Wollen Sie verreisen? Würde ich am liebsten. Aber eigentlich suche ich nur ein Zimmer. Uff, das tut mir leid, wir sind gerade komplett ausgebucht. Linie CL-Show, Messe. Kommen Sie, wir sind fast Nachbarn. Sie werden doch irgendwas frei haben. Ja gut, wir hätten was frei, aber das kann ich Ihnen nicht anbieten. Wieso nicht? Weil die Heizung kaputt ist. Egal, nehme ich. Sind Sie sicher? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich nehme das Zimmer. Gut, ich hole Ihnen den Schlüssel. So. Ich bringe gleich noch einen Heizstrahler. Ja, danke. Bitteschön. Läuft da eigentlich was zwischen dir und diesem sexy Fotograf? Sagen wir mal so, ich glaube, er mag mich. Aha. Und du, magst du ihn auch? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Er ist mega erfolgreich, witzig und locker. Das heißt dann wohl ja. Machst du deswegen wieder eine Diät? Quatsch. Ich koche. Für uns? Ja. Ja, er kommt auch. Ja, das heißt dann wohl keine Aftershow-Party und wir dürfen uns zum Dessert verdrücken. Das wäre nett. Ihr könntet ins Kino gehen. Aber du kannst doch gar nicht kochen. Hallo, mein falscher Hase ist legendär. Und jetzt ab, ich muss mich konzentrieren. Viel Spaß. Liebe Gäste, liebe Freunde. Linie Clarisse Lahnstein steht nicht nur für Mode und Luxus. Es ist ein Lebensgefühl. Deswegen lassen Sie sich mitnehmen auf eine kleine Reise. Ich bin sehr stolz, Ihnen unsere erste Bademodenkollektion präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich auf Wet Fantasy. Kannst du auch noch eine kleine Rede? Ich überlasse dir den Vortritt. Dir bleibt nichts anderes übrig, du hast hier auch nichts mehr zu sagen. Das wird sich ändern. Und wovon träumst du nachts? Du weißt doch gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Sie ist jung, hübsch und sehr verliebt in deinen Sebastian. Er ist mein Ehemann. Wo ist er denn?
dein Ehemann. Ach, du langweilst mich so unglaublich. Wenn du deine Klage gegen meinen Enkel nicht zurückziehst, existiert deine Ehe nur noch auf dem Papier. Das schaffst du nicht. Das schaffe ich. Also das war mit Abstand der beste falsche Hase, den ich jemals gegessen habe. Mhm. Du kannst ja doch kochen. Sag mal, wolltet ihr nicht noch ins Kino? Nee. Ich dachte, wir gehen gleich alle ins No Limits. Hm. Ihr habt das übrigens heute echt super gemacht. Ich meine, ihr seid keine Profis, ne? Ihr seid viel besser. Hey. Seid ihr ja fast nackt. Naja, es war eine Bademodenkollektion. Immerhin trinkt er keinen Tanga. Ja, und du musst schon zugeben, dass es gut aussieht, oder? Die sind aber auch nicht schlecht, oder? Komm, aber hier hast du obenrum ein bisschen nachgearbeitet. Hey, sowas mache ich nicht. Das ist alles echt. Ein Fotograf mit Prinzipien. Das gibt's nicht, wenn ihr mich fragt. Dich fragt aber keiner. Hauptsächlich finanziere ich damit meine eigenen Projekte. Reisen nach Asien oder Afrika. Also ich war lange in Afrika. Und am meisten gingen mir da die Leute auf den Wecker, die mit ihren dicken Geldscheinen im Dschungel einen auf Abenteurer machen. Dabei die Augen vor der Armut verschließen. Genau diesen Kontrast fotografiere ich und stelle die Bilder dann hier aus. Der Erlös geht an verschiedene Hilfsprojekte. Ja, und dann darauf. Darauf. Dich. Und wie findest du ihn? Ist er nicht toll? Ja, trotzdem hat er eine Freundin. Ich hätte doch nicht von diesem Idioten, sondern von Martin. So. Weißt du, wenn man so einen Typen kennenlernt, dann ist das wie, als würde man einen Chatbot knacken. Mhm. Zumindest entspricht er nicht deinem Beuteschema. Was ich gehört habe, hat er keine Freundin. Ja, nicht zu fassen, oder? Es ist nicht süß, wie er sich für diese armen Menschen in Afrika einsetzt. Er macht Fotos. Was ist denn daran bitte schön süß? Was ist eigentlich dein Problem? Ich habe kein Problem. Aha. Und warum nutzt du dann jede Gelegenheit, um Martin schlecht zu machen? Weil ich nicht will, dass du enttäuscht wirst. Das sagt der Typ, der mich erst küsst und danach anwinselt. Ich soll seiner Freundin nichts davon erzählen? Entschuldige, aber Täuschung hatte ich schon. Ja, ich habe mich wirklich dämlich benommen, aber... Boah, ich habe Angst, dass er dir wehtut. Das ist ein Blender, das sieht man doch gleich. Weißt du, was echt merkwürdig ist? Dass du weißt, dass du dich wie ein Idiot benommen hast und es trotzdem wieder tust. Weil ich ehrlich bin zu dir. Weißt du, noch vor kurzem hätte mich dein Auftritt hier wahrscheinlich sogar beeindruckt. Aber da war ich auch noch blond und blöd. Jetzt finde ich deine Eifersucht einfach nur peinlich.